Markt ist, dieser Aktienmarkt. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Markus Dr. Krall mit seiner Hyperinflationstheorie. Ich rede jetzt nicht davon, dass es Inflation. Ich bin der Letzte. Schau mal alle meine Videos an zum Thema Inflation. Geh mal auf meinen Kanal und google alle Inflationsvideos, die ich gedreht habe. Ich bin schon seit Jahren dabei zu sagen, Leute, wir haben keine Deflation oder deflationären Tendenzen. Ja, Inflation ganz, ganz hoch. Ja, mindestens 10% pro Jahr. Ja, ich reagiere auf Dr. Markus Krall Kommentar oder Meinung bezüglich der Hyperinflation. Nur für diejenigen von euch, die sich wundern, das hier ist jetzt mein letzter Kaffee mit Ramazzotti-Mischung, den ich, also das ist der letzte, den ich jetzt trinken werde, okay, innerhalb der nächsten 2 Tage. Boah, das ist. Ich empfehle es wirklich jedem. Ein bisschen Ramazzotti in den Kaffee rein. Nur ein kleines Tutterle. Genial. Okay, ich war kurz mal abwesend. Ist einfach notwendig in der aktuellen Stresszeit. Also, was mir aufgefallen ist bei der Prognose einer Hyperinflation von Markus Dr. Krall ist halt einfach, dass von all den anderen Experten und Meinungen da draußen eben sehr wenige davon überzeugt sind, dass die Hyperinflation eintreten wird innerhalb der nächsten, ja, sagen wir mal, 3 Jahre. Wir können jetzt davon ausgehen, dass definitiv eine Tiefenrezession eingeleitet wird oder bereits in der Einleitung ist. Ja, also definitiv koppelt sich ja gerade sagen einige zumindest, der Aktienmarkt also die Börse von der Realwirtschaft ziemlich weit ab. Ich sage einfach nur, das ist eine übertriebene Bärenrallye, wie genauso wie, oder andere sagen dann wieder, es ist eine übertriebene Bärenrallye, im Vergleich zu, ja, wie es auch etwas übertrieben runtergegangen ist, so geht es wieder rauf, also, aber es ist trotzdem noch dies und das und jenes. Irgendwie sagt jeder irgendwas und ändert auch permanent seine Meinung. Ich würde einfach mal sagen, dass, ja, und gestern kam auch noch die Nachricht, dass Shell seine Dividende kürzt. Um Gottes Willen, da muss man ja Shell gleich verkaufen, gleich mal 30% runter Shell, ja. Wow, da sieht man mal wieder, wie nervös dieser Markt ist momentan, ja. Also, ein anderes Beispiel, Wirecard, diese Prüfung, ja. Jeder von euch weiß, wie das mit Wirecard diese Woche gelaufen ist. Diese Prüfung ist auch irgendwie ausgestanden und da war irgendwie was nicht genauso, wie man es sich vorgestellt hat. Zack, runter, 25, 30% an einem Tag. Nächster Tag nochmal 10% runter, Wirecard. Ja, von 136 Euro runter auf 84 Euro, ja, innerhalb von 1 oder 2 Tagen. Ja, und viele weitere Beispiele. Daran sieht man eben, wie bloody nervös, ja, wie fucking nervous, also dieser Markt ist, dieser Aktienmarkt. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Markus Dr. Krall mit seiner Hyperinflationstheorie. Ich rede jetzt nicht davon, dass es Inflation. Ich bin der Letzte. Schau mal alle meine Videos an zum Thema Inflation. Geh mal auf meinen Kanal und google alle Inflationsvideos, die ich gedreht habe. Ich bin schon seit Jahren dabei zu sagen, Leute, wir haben keine Deflation oder deflationären Tendenzen. Ja, Inflation ganz, ganz hoch. Ja, mindestens 10% pro Jahr. Und das schon die ganzen letzten Jahre. Ich bin der Letzte, den ich sagen würde, wir hätten keine hohe Inflation. Und aber Markus Dr. Krall geht ja davon aus, dass es Hyperinflation gibt. Das heißt nicht 10% im Jahr, sondern 10% im Monat. Ja? Oder sowas in der Richtung. Ja? Also dass sich letztendlich unser Euro entwerten muss, jedes Jahr um 50 oder 100%, damit das System sozusagen über diese Massenschulden und so weiter wieder verwässert wird, damit die Schulden wieder verwässert werden. Dann kommen wir wieder in das Thema rein, naja, was sollen wir mit Schulden machen? Naja, es wird wahrscheinlich nur die Schulden verbessert, die Schulden des Kleinbürgers, die werden dann wahrscheinlich wieder aufgewertet und so weiter. Also da kommen wir vom Eins ins andere. Auf jeden Fall, ich wollte einfach gar kein so langes Video machen hier. Aber einfach nur sagen, dass
es viele Meinungen und Expertenmeinungen gibt da draußen und Tipps und Ratschläge, die sich aber auch permanent ändern. Es gibt nur wenige, die, egal welche Meinung sie haben, die auch dann beibehalten und durchziehen. Ja, das ist auch sehr auffällig, muss ich sagen. Also viele, die ja so YouTube-Kanäle haben und so weiter, die sagen halt in einer Woche das und in der nächsten Woche wieder was anderes. Ja, und ja, und dann sagen sie halt, naja, gut, ihr müsst eure eigene Meinung bilden. Ja, ja cool. Aber warum schaue ich jetzt deinen Kanal dann, ja, wenn ich sowieso meine eigene Meinung bilden muss? Also es ist schon ein bisschen tricky, das Ganze. Ja, also, das muss man schon mal zugeben. Das müssen auch ihr Experten und Gurus da draußen zugeben. Das ist nicht so einfach. Und warte mal kurz mal hier, bevor er kalt ist, ne? Einfach grandios. Ich meine, wenn gar nichts mehr hilft, dann ist es ein Ramazzotti und Kaffee. Ne? Der macht dich dann wieder glücklich, ne? Also glücklicher wie eine Ehefrau. Ja? Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Ja, zurück zum Thema. Hyperinflation. Weil ich habe sozusagen schön auf 5 bis 7 Banken verteilt, ja, überall so ein paar tausend Euro liegen, weil ich natürlich dem System nicht mehr so recht traue, eigentlich schon gar nie mehr, eigentlich schon nie so richtig getraut habe, aber es ist nur meine Meinung und das schneide ich vielleicht auch wieder raus, ja, weil dann werden wieder andere nervös und wir wissen ja, dass, also die ein bisschen informiert sind, dass das auch sehr gefährlich sein kann. Also deswegen bin ich auch ein bisschen. Ja, Crashbücher, die sozusagen self-fulfilling prophecies herbeirufen, ja, sind auch ein bisschen kritisch zu sehen, ja. Weil wenn ich heute in meiner Heimatstadt sämtliche Leute davon überzeugen würde, reine Hypothese, dass die eine Bank irgendwie nicht mehr sicher ist, ne, und alle rennen hin, dann ist die Bank nicht mehr sicher, weil alle hinrennen, ja. Also, das ist halt leider so. Und wenn ich ständig sage, die Bank, also wenn ich das machen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch Probleme bekommen. Gut. Also, jetzt wieder zurück zum Thema Hyperinflation. Klar, schön diversifizieren, verteilen und alles, aber warum habe ich keine Probleme damit, nach wie vor meine Ersparnisse größtenteils in Cash zu halten? Ja, ich weiß, das entwertet sich ein bisschen. Okay. Aber ich kaufe dann hin und wieder mal eine Goldmünze oder sowas. Oder stock mal dies und das und jenes auf. Ja, klar. Aber du kannst ja eines denken, dass ja, Inflation ist ein Thema, wird ein Thema werden, wird ein Thema bleiben, wird auch in der Zukunft ein Thema sein. Aber auf der anderen Seite wird auch Folgendes ein Thema werden. Die richtigen starken Auswirkungen in der realen Wirtschaft, ja, also Preisverfall in einigen Bereichen, nicht in allen Bereichen von Immobilien, weil die Leute auf Kurzarbeit sind, en masse, dann die Leute, nachdem sie auf Kurzarbeit waren, nicht mehr wieder eingestellt werden, arbeitslos, kriegen nur 65% ihres Gehalts. Dann finden sie aufgrund der aktuellen Lage keinen vernünftigen Job mehr, dann drosseln sie ihre Ansprüche und finden vielleicht einen Job oder auch nicht. Wenn nicht, dann kommt irgendwie die Hartz-IV-Ding, ja, und dann drosseln sie ihre Ansprüche noch mehr. Und ich kenne da solche Situationen, wo es aktuell so ist, oder schon in den letzten Wochen, Monate aus der Automotive-Branche und so weiter, weil denen geht es schon länger nicht mehr so gut. Ja, Elon Musk lässt grüßen. Dann gibt es eventuell sogar, tja, familiäre Probleme. Ja, der passt auf den Sohn auf. Ich kann mich nicht konzentrieren. Muss ja Bewerbungen schreiben. Da, die, da. Ja, ich hoffe, ich schaue jetzt nicht zu viele hier gerade zu, die davon betroffen sind und haten mich dann. Ja, da steht, ich weiß von einem Fall, da stand dann kurz vor der Scheidung, ja, stand dann sozusagen. Also, da geht eins ins andere über, ja, und ja, gut, dann werden vielleicht die Scheidungsanwälte einen Buben erfahren oder sowas, aber insgesamt ist Cash King, Leute. Und wenn dann sozusagen Dinge wieder billiger werden, dann kannst du immer noch und wirklich, also wirklich
No doubt about, ja, ein wahnsinniges Schnäppchen plötzlich dann siehst, eine Immobilie oder sonst irgendwas oder Silber dann plötzlich wieder absackt oder was weiß ich, Kuckuck, ja. Naja, dann kannst du halt auch, dann hast du eben auch ein bisschen Cash übrig, ein Hunderter oder sowas, 100, 200 € vielleicht wenigstens oder 2,50 €. Du brauchst ja nicht viel, aber wenigstens, dass du was hast, ja. Weil reduzieren, solange du dich reduzieren kannst und überlebst oder Schnäppchen machen kannst, ist okay, ja. Aber wenn du natürlich da von vornherein, ja, immer nur sagst, okay, ich muss investiert sein wegen Inflation, mich vor Inflation schützen, Inflation schützen, Inflation schützen, Hyperinflation oder die da, ja, am besten alles ins Gold rüberschieben oder das oder jenes oder dieses machen, sehe ich jetzt nicht. Und es gibt natürlich bestimmte Gründe, warum das manche Leute so sagen, ja. Und es ist noch keiner von irgendwelchen Metallstücken satt geworden, ja, auch nicht. Und ist auf jeden Fall Liquidität wird dich über durch diese Rezession bringen und nichts anderes. So, das wollte ich einfach mal dazu sagen und nimm mal dieses Hyperinflationsthema nicht zu stark zu Herzen, weil Inflation gab es schon die ganze Zeit, Junge. Ja, das ist schon die ganze Zeit ein Thema. Ich bringe mal wieder die Beispiele meine MVV-Jahreskarte, die ich momentan so gut wie gar nicht nutze. Also ich zahle trotzdem einen diesen Schmarrn da. Ist, glaube ich, über die letzten 10 Jahre hinweg jedes Jahr um 10% gestiegen. Ja? Zumindest hier in München. Und andere Dinge auch. Ja? Café to go, all diese Sachen, Starbucks. So viele Dinge, die ständig im Preis gestiegen sind. Ständig. Ja? Und wenn ein Café eben von 1 Euro auf 1,20 € steigt, dann ist es eben. Und im Jahr drauf auf 1,30 €, jetzt nochmal als Beispiel, dann sind es eben keine 2% oder auch keine 1% oder irgendwelche komischen Inflationen, sondern sind es wesentlich mehr Inflationen, ja. Und das iPhone und so weiter, die Beispiele, die da immer gebracht werden, die sind auch nicht günstiger geworden. Ja, oder Computer, das ist genauso teuer wie vor 10 oder 20 Jahren. Die sind nur besser geworden, schneller und das alles. Und das wird dann da irgendwie mit reingerechnet. Und dann heißt es, ja, das ist Deflation, ja. Ja, weil du bekommst ja so viel mehr Rechenleistung für das gleiche Geld. Ja, aber jeder hat diese Rechenleistung und dann damit gleicht sich dieser Vorteil wieder aus. Und das Cash, was du dafür einzahlen musst, also heute kostet ein vergleichbarer Laptop genauso viel wie vor 20 Jahren. Ein Laptop, der wesentlich weniger konnte, aber halt State of the Art war vor 20 Jahren, genauso wie heute einer, der State of the Art ist, ja, oder vor 10 Jahren, den eben auch all deine Mitbewerber haben und alle anderen eben auch. Ja, das rechnet kein Schwein rein, also niemand redet davon, wenn es heißt, ja, Elektrogeräte werden immer billiger. Ba, 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 ba. Wo denn? Ja, qualitativ hochwertige Elektrogeräte, wo sind die billiger geworden in den letzten 10, 20 Jahren? Wo denn? Ja, die sind nur schneller, die Technologie hat sich weiterentwickelt, aber der Preis ist genau geblieben. Wenn ich heute ein i7 kaufe, kostet das 700 € mit ein bisschen anderen Chip, mit besserer, schnellerer Plattform und all diese Sachen. Wenn ich vor 7 Jahren ein i7 gekauft habe, habe ich auch 700 € bezahlt von Lenovo. Ja, Punkt. Also es sind so viele Sachen, da könnte ich mich fast schon wieder aufregen, oder? Cool. Hammer. Hammer, wirklich. Kann ich sehr empfehlen. Ja, auf jeden Fall, das ist sozusagen mein Statement, meine Reaktion auf die Hyperinflationshypothese von Markus Dr. Krall. Bewahre uns Gott, dass das tatsächlich kommt, weil um dem Moment, wo du sozusagen eine galoppierende Inflation hast in einem System, Geldsystem, und wir reden hier vom Euro, und das ist nicht nur ein Land, ja? Das ist eine Währungsunion, das ist nicht nur so irgendwie so Simbabwe oder sowas, ja. Dann hast du echte Probleme. Also, dann
ist das, was wir jetzt mit Corona erleben, ja, schon scheiße, aber dann wird es eben nochmal krasser und viele von uns, also ich weiß, ich auch manchmal, ja, mich packt es auch manchmal und man sieht es immer an den Klickzahlen, wie viele Leute gerne diese Crash-Propheten und so weiter verfolgen und zuschauen und Bücher lesen und alles, weil vieles davon natürlich auch sehr hohen Wahrheitsgehalt hat, ja. Manches ist Interpretations- und Auslegungssache und so weiter, aber wenn die Dinger dann tatsächlich sozusagen wie soll ich sagen, eintreffen sollten, das ist nicht lustig, Leute. Das ist genauso. Damit mit diesem Vergleich möchte ich das gerne dieses Video auch abschließen. Ich habe mein Leben lang immer gerne Gangsterfilme geschaut. Ja, typisch Mann halt, gell? Schaut halt gerne Gangsterfilme so. Scarface habe ich nie gemocht, weil das ist so ein alter Schinken von den 70er Jahren. Also die modernen Gangsterfilme, so mit halbautomatischen Waffen und so, wo richtig schön rumgeballert wird. Also jetzt zur Zeit nicht mehr so, aber als ich noch jünger war, zumindest über Jahrzehnte hinweg, immer im Kino gewesen, immer die neuesten Filme, Heat damals, ja, mit Al Pacino und Robert De Niro und so weiter. Und der Typ aus Top Gun war da auch mit dabei, mit den langen Haaren da. Und wenn du, solltest du jemals tatsächlich in deinem echten Leben, in der Realität mit, also auf irgendeine Art und Weise mit Gangster oder Mafia zu tun haben oder jemals zu tun gehabt haben. Also ich hatte mal so eine ganz kleine, also sozusagen, aber war mal in so einer Situation, als ich in Italien war, ganz kurz nur und also wurde dann so bedroht und so weiter, weil ich da eben selbstständig war und bin dann auch da weggegangen, seitdem nie wieder hingegangen, schon sehr lange her in Rom. Und ich habe mir danach ein Jahr lang keinen Gangsterfilm mehr angeschaut, weil da hatte ich Schnauze voll, ja. Also die Realität sieht ganz anders aus, als wenn du einfach nur so im Kopf, ja, gerne Crash-Bücher liest und von Crash redest und dies und das und jenes, ja. Also oder Super oder Krise oder Hyperinflation oder eben diese ganzen schwarzen Dinger halt, ja. Also echte Probleme über echte, also Schwierigkeiten, Probleme, all diese Themen zu diskutieren, ist eine Sache. Ja. Leidenschaftlich zu diskutieren, ja, gibt so viele, die da damit Geld verdienen, 100.000 Follower haben und was weiß ich alles. Aber wenn der Scheiß dann wirklich eintrifft, dann ist es nochmal eine ganz andere Story, Leute. Ja, das ist nämlich schon fucking ernst dann, ja. Und man sieht es jetzt mit diesem Corona-Graffel da, ja. Ich habe letztens, abschließend noch eine Sache, ich habe letztens einen Kuchen gekauft, bei meiner Lieblingsbäckerei hier, Kistenpfennig heißen die. Und das war an dem Tag, wo die Maskenpflicht, der Tag davor, der Sonntag davor, wo die Maskenpflicht dann eingeführt wurde hier in Bayern, also vor einer Woche ungefähr. Und ich habe gesagt, hey, schön, dass ich dich wieder sehe, weil ihr wart ja geschlossen für einen Monat und so. Und die Dame, die kenne ich doch schon ein bisschen besser, weil ich da mal regelmäßig hingehe. Und die hatten alle Masken an und dann hat sie so Maske so ein bisschen runtergezogen, hat mit mir gesprochen. Und die Frau, die war völlig verängstigt, ja. Also, ich wollte eigentlich so eher so einen lustigen Hallo sagen und ein bisschen quatschen, Smalltalk. Während ich da halt meinen Kuchen aussuche und bezahle und so weiter. Also ich habe die noch nie so, also wirklich, der war die Angst ins Gesicht geschrieben. Ja, der Frau da, die da bedient. Hinter der Theke halt, ja. Also man darf sich ja nicht hinsetzen, aber ich meine einfach so. Also die habe ich noch nie so erlebt. Ja, die Maske ist Pflicht und wenn Pflicht ist, dann und ganz, ganz wichtig und so. Und so ja, weiß ich, ist alles Pflicht und ab morgen müssen wir die alle tragen und ist auch gut so und so weiter, aber allein also die Angst, die diese Frau gehabt hat, ja, diese Besorgnis. Ich weiß, dass die, glaube ich, vor einem Jahr, glaube ich, war die schwanger und hat, glaube ich, ein kleines Kind zu Hause, aber die sind sowieso alle immun, ja. Wahrscheinlich so als junge Mutter, ja, wahrscheinlich nochmal zusätzlich, aber man sieht draußen schon, was die Leute teilweise, also the German Angst, ja, wie man da
Und ich denke mal, das ist dann, da besteht auch die Gefahr darin, dass einige das erkennen und auch ausnutzen. Ja. Also das wollte ich abschließend auch nochmal sagen. Alles zum Thema Hyperinflation von Markus Dr. Krall, nichts für ungut, ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und kauft ab und zu mal ein Stückchen Gold, aber nicht zu häufig, ne? Nicht zu viel, weil wenn ihr da mal kurz eben hier zum Bäcker müsst, dann ist einfach so ein Klumpen Gold nicht so, ja, nicht so handy, ja, also nicht so, ja, praktisch. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein und ciao.